Ja, hallöchen Leute. Wir stehen jetzt heute in Gesundbrunn, fahren gleich mit der Regionalbahn von Gesundbrunn nach Berlin-Schönefeld Flughafen, respektive zum BER. Hier. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Getauscht habe ich jetzt tatsächlich nur den Spielerzug, den Rest habe ich unangetastet gelassen. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen in der RB19 nach Flughafen BER über Berlin Hauptbahnhof, Berlin Südkreuz. Berlin. Unser nächster planmäßiger Halt ist der Bahnhof Berlin Hauptbahnhof. Gott, ich dachte, glaub, da brennt's. Nächster Halt, Berlin Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh, cool, es gibt Ansagen. Brauche ich den Quatsch nicht selber frei? Finde ich natürlich nice. Ja, sind zwar keine Originalansagen, aber ist egal. Ansagen sind Ansagen.
dafür haben wir jetzt immer das falsche Trittbrett. Weil Trittbretter konnte man, glaube ich, nicht ändern. Schade eigentlich, das fehlt tatsächlich ein bisschen, dass man die umstellen kann. Und bevor jemand meckert, ja, mit einem Talent muss man zur Strafe anfahren. Zumindest machen die das, die Lokführer, das bei uns in der Gegend alle so. Und im Berliner Raum wird allgemein ja eh mit allen Fahrzeugen ein bisschen anders gefahren als im Rest des Landes. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bah. Warte Gott. Das war jetzt zu stark. Ziehen wir noch ein Stück vor, weil das war jetzt zu stark eingebremst. Muss man halt. Warum ist das Ding eigentlich als 2442 betitelt? Also ich kenne sie bei uns eigentlich nur von der S-Bahn Mitteldeutschland, dass sie als 1442 fahren, weil sie ja noch diese komische Österreich-Zulassung haben. Aber die normalen roten Talents haben eigentlich alle 442 bei uns. Das war vielleicht ein bisschen zu zeitig die 80 eingestellt, aber besser als zu spät.
Pfeil finde ich witzig. Er hat das gar nicht übernommen. Okay. Weil normalerweise wäre ja ab dem jetzt schon 80 gewesen. Weil es war ja eine weiße 80 und keine gelbe. Okay, wir fahren auf Halter warten. Nächster Halt, Berlin-Südkreuz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das war vielleicht ein wenig knapp. Also, ich bin ja selber ein paar Jahre ab Südkreuz gefahren. Und ich muss sagen, hätte der da gehalten, wäre ich komplett verwirrt. Aber okay. Anderer Fünfter? Oder also andere? Nee. Ach, guck mal, Werbung mit Langnese. Weiß gar nicht, ob es die Werbung wirklich so gab. Also diesen Werbespruch kenne ich tatsächlich, aber. Ich kann mich nicht erinnern, dass da Langnese-Werbung damit drauf war. Jetzt trotzdem vor bis zum Signal. Ah. Play, das erklärt, warum wir noch nicht raus dürfen. Ja, gut.
Ja, gut. Ist natürlich jetzt irgendwie blöd, dass wir nirgendwo mehr anhalten. Also so gerade durch das Felde und so. Nee, Lichterfelder, sorry. Aber naja, gut. Wenn das nach einem echten Fahrplan ist, dann wird das schon so stimmen. Ist ja auch nur, Leute schnell zum Flugzeug zu bringen. Ne? Natürlich nur Großstädter, also nur Hauptstädtler. Alle anderen müssen halt erstmal die Hauptstadt fahren, um das dann machen zu können. Auch gut, die ganze Zeit summen uns die S-Bahn eins vor und dann hier draußen gibt es nicht eine mehr. Was ist da los? Da ist eine S-Bahn, aber die steht in der Abstellung. Ah, das ist auch so charakteristisch, dieses Stellwerk hier. Wenn du da dran vorbeifährst, weißt du, und nicht, also musste ich damals immer, wenn wir da dran vorbei sind und ich musste mal in Südkreuz aussteigen, ja, dann solltest du schon langsam mal nach unten begeben. Stellwerk ist einfach so wahnsinnig charakteristisch. Und gerade in den Frühzügen von Falkenberg nach Südkreuz brauchte man halt schon immer noch einen Moment, bis man durch die ganzen angehenden Azubis und Studenten und Büroputzis dann mal an der Tür stand. Aber damals fuhr die RG5 auch noch mit Bierwagen. Nicht so wie heute mit fast standardmäßig 5. War das früh schon immer ganz kuschelig. VUD hängt. Wir haben schon die ganze Zeit 2,73 Kilometer.
Wenn ihr übrigens auch dieses Problem mit diesen matschigen Texturen habt, müsst ihr die Bewegungsunschärfe abschalten. Das habe ich nämlich noch vergessen, da ich gestern den TSC nochmal neu aufgesetzt hatte. Ja. Bitte ich jetzt erstmal zu entschuldigen, ändert sich fürs nächste Video wieder. Das geht aber schon hart in die Eisen. Halleluja. Mann, oh Gott. Das HUD fängt sich nicht mehr. Naja, gut. Alben muss schon sagen, der geht schon wirklich straff in die Eisen. Was finde ich schon Wahnsinn. Ja, weißt du, zum einen quarkst du über die Bildungsqualität dann drüber. Ja, super. Minuspunkte gesammelt. Und das richtig. Okay. Also ganz warm werde ich noch nicht. Ich hoffe, das legt sich die nächsten Videos noch. Weil das war jetzt deutlich zu zeitig. Ich frage mich eh, wo das HUD die 2,7 Kilometer schon in kurz unter Südkreuz hergenommen hat, weil. Joa. Das haut ja da schon nicht hin. Alles krass. Der Taurus von DTG, der hat ja so
so eine recht hohe Toleranz von irgendwie 5 km/h zu dem, was man eingestellt hat. Und er hier, der zieht bei 79,7 nochmal an, um dann auf 80 zu kommen. Ja, ist schon Wahnsinn. Weiß man jetzt natürlich nicht, wie realitätsnah das ist. Normalerweise passiert das mit dem HUD, dass das auffängt, eigentlich nur wenn du ein haltzeigendes Signal überfahren hast. Dann hätte es aber auch das Szenario beendet. Also, von daher, keine Ahnung. Die Zeit aktualisiert sich aber auf jeden Fall noch. Also die voraussichtliche Ankunftszeit. Und da sind wir tatsächlich ein wenig zu zeitig. Zu zeitig. Wohlgemerkt. Was ich schade finde, dass man die Bespannung für die Güterzüge nicht ein bisschen realistischer gestaltet. Weil selbst die Privaten, wo die 101 heute heutzutage hingeht, selbst sie würden das Ding wahrscheinlich selbst beim Containerverkehr einsetzen, vor allen Dingen nicht alleine. Glaube ich zumindest. Zumindest seit ich sowas noch nicht gehört. Kann natürlich auch anders sein. Ja, witzig. Hauptschalter kannst du dir gar nicht betätigen. Der ist tot gemacht. Ja, so kenne ich als Kind die Einfahrt zum Flughafen Berlin-Schönefeld auch noch als Kind. Viergleisig mit diesen orangenen Tafeln.
dann haben sie ja das hier gebaut. Das ist aber schon krass, wie er da dagegen arbeitet. Nächster Halt, Flughafen Berlin-Brandenburg International Willy Brandt. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Oh, das ist wieder was für alle Epileptiker. Das, ja, wieso stand jetzt gerade am Signal eine Vorankündigung auf. Ja, wir machen jetzt mal die 60. Weil da stand gerade am Signal eine Vorankündigung auf 60. Das kann natürlich jetzt auch. Ist ja blöd gemacht. Wir haben auch noch keine. Doch, wir haben einfach. Okay, da steht, hier sind 60, hier unten sind es 80. Achso. Oh, das ist aber auch. Ja, das ist ja aber mies. Uiuiui. Also wer da streng nach HUD fährt und für die Signalbilder überhaupt keinen Kopf hat, außer grün und rot, boah, der tappt da rein. Weil, ja, oben 60, unten 80. Sag ich, konnte mir jetzt schon. Ist ja im Straßenverkehr genauso. Lichtzeichen gehen vor Schiller. Ah, das ist schon fies gemacht. Warum denn jetzt schon wieder Beförderungsqualität? Ich hab da ja nichts gemacht, außer ein bisschen gebremst. Ja, komm, halten wir diesmal ein bisschen fahrgastfreundlicher. Ja gut, wir stehen dran. Das ist die Hauptsache. Aber das ist schon mies gemacht. Muss man sagen. So, ja. Wir sind angekommen. Dann noch was. Ja. Ja, naja, nach 19 ist es nicht mehr ganz so krass. Weil er hatte jetzt, vor der Neuzeitung hatte der so richtig krasse Beleuchtungsprobleme. Meint alle, ja, musste der Blumen abschalten. Aber das hat er jetzt gar nicht mehr so krass. Wechselt er jetzt eigentlich auch fahrtrichtungsbezogen die Stromabnehmer? Nein. Gut, damit hoffe ich, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal.